Hallo zusammen und willkommen auf meinem Kanal. In meinem letzten Haarroutine-Video haben einige gefragt, wie ich mir die Haare so glatt föhne. Deshalb zeige ich euch das jetzt in diesem Video. Viel benutze ich dafür nicht und es ist auch wirklich sehr wenig Aufwand. Das ist so meine Alltagsglatthaarroutine. Deshalb muss das nicht so perfekt sein. Wenn das am Ende so aussieht, reicht das für mich vollkommen aus. Heute filme ich unten im Keller. Trotzdem ist es mega heiß. Ich hoffe, mein Hintergrund ist einigermaßen okay für euch. Da ich gleich noch ein Tutorial für euch abdrehen werde, sind meine Augen nicht geschminkt. Aber jetzt geht's um die geföhnten Haare. Los geht's. Oh, meine Haare sind so ein bisschen handtuchtrocken. Hier hinten noch ziemlich nass. Hier oben so ein bisschen trocken. Ich werde die jetzt komplett trocken föhnen und danach werde ich sie kämmen. Meine Haare föhne ich mit einem GHD-Föhn. Ich werde versuchen, euch den unten in die Infobox zu setzen. Ich bin damit wirklich sehr, sehr zufrieden. Wird ziemlich warm, hat eine super Leistung, liegt auch gut in der Hand. Nicht zu schwer, nicht zu leicht. Finde ich sehr gut. Ich fange jetzt an, die Haare trocken zu föhnen. So, jetzt sind meine Haare ziemlich trocken. Wie ihr sehen könnt, habe ich von Natur aus ziemlich krausige Haare. Wenn ich da so ein Lockenspray reinmache und die Luft trocknen lasse, dann wären die schön lockig. Aber so mit dem Föhn wären die doch ein wenig krausig. Ich nehme jetzt so ein Haaröl, damit die Haare schön zu kämmen sind und danach geht's weiter. Davon reicht auch wirklich ein Pump. In die Hände verteilen und dann schön in die Spitzen. Nicht zu viel am Ansatz, weil dann kann das Ganze ein bisschen fettig wirken. Aber so viel, dass die Haare auch wirklich schön zu kämmen sind. Nicht komplett hier am Ansatz, aber so bis hierhin würde ich schon machen. Und danach kämmen wir die Haare durch. Und zwar benutze ich da eine Holzbürste. Sieht so aus. Ich kämme meine Haare immer so, dass ich hier ganz unten anfange und mich nach oben hin arbeite, weil wenn dann Knoten drin sind, dann kann man die viel, viel besser lösen, ohne die Haare zu sehr kaputt zu machen. Das klappt einfach am besten, das würde ich euch auch empfehlen. Wenn ihr Knoten in den Haaren habt, dann werden euch das eure Haare auf jeden Fall danken, wenn ihr von unten startet. Die Haare sind gekämmt, jetzt mache ich mir meinen Scheitel und zwar nehme ich dafür die Haare so nach hinten. Gehe dann mit diesem Kamm einfach da entlang, wo ich meinen Scheitel haben möchte. Im Moment mag ich meinen Scheitel ziemlich weit unten. Ich finde, das sieht echt schön aus. Jetzt im Moment sieht man nicht viel davon, aber wenn die Haare geföhnt sind, wird das echt schön aussehen. So, das reicht dann auch. Also meine Haare sind jetzt ziemlich trocken. Hier unten sind die nicht so trocken. Da werde ich darauf achten, dass ich, wenn ich meine Haare gleich glatt föhne, bisschen öfter darüber gehe, damit die auch erstmal trocken sind und dann in die glatte Form gemacht werden. Ich benutze so eine Bürste. Es gibt ganz viele verschiedene Größen. Es gibt ganz große, es gibt ganz schmale. Man kann da schauen, was man am liebsten mag. Ich benutze so eine Größe und finde, das ist wirklich ziemlich ideal hier vorne, um meinen Pony zu föhnen, aber auch für den Rest der Haare. Ich werde euch das mal abmessen. Die Bürste ist wirklich mega, mega alt. Ich weiß auch nicht, woher die ist. Ich werde das mal abmessen, euch in die Infobox schreiben. Dann könnt ihr mal gucken bei DM oder in irgendeinem Haarshop, ob ihr diese Größe findet. Ich komme wirklich sehr, sehr gut damit zurecht. Ist eine stinknormale Bürste. So, ich fange jetzt an auf der Seite, wo weniger Haare sind. Nehme mir die Haare so mit der Bürste direkt. Also man kann es auch so machen, dass man die Haare abtrennt. Ich zeige euch jetzt die Technik, die ich so im Alltag wirklich auch verwende. Man kann es auch super professionell machen, die Haare abtrennen, unten anfangen, sich nach oben hinarbeiten. Aber ich zeige euch jetzt das, was ich im Alltag auch wirklich mache. Ich fange hier an, nehme mir die Strähne hier so direkt mit der Bürste und gehe dann mit dem Föhn so entlang. Und das mache ich die ganze Zeit hier oben. Erstmal die Hälfte und dann gehe ich hier nach unten und nehme mir die Strähnen wieder so mit der Bürste und gehe dann so nach unten. Starten wir mal los. Thank you.
Mit der ersten Hälfte bin ich dann auch schon durch. Ich muss die ganze Zeit hier nach unten gucken, weil hier habe ich so einen kleinen Spiegel und gucke ein bisschen in mein Display, damit ich das Ganze im Überblick habe. So, die erste Hälfte kommt jetzt nach hinten. Ich mache mich jetzt an die zweite Hälfte. Hier ist das für mich ein bisschen schwieriger, weil ich die Bürste immer mit links halte. Ich bin aber Rechtshänderin, da ist dann auch mein Föhn. Da mache ich das so, dass ich die Haare hier von oben nehme, ebenfalls mit der Bürste. Gehe dann mit dem Föhn hier so entlang und versuche das hier bis nach hinten durchzuziehen. Und dann mache ich hier die unteren Haare und am Ende bringe ich die ganzen Haare hier hinten zusammen. Das machen wir jetzt. Hier am Ansatz sind meine kleinen Härchen wirklich sehr hartnäckig lockig. Deshalb gehe ich da so rein mit dem Föhn von dieser Seite und ziehe das Ganze nochmal runter. Außerdem mag ich das sehr gerne hier vorne Volumen reinzubringen. Deshalb nochmal von der Seite und dann hier so mit dem Föhn. Und anschließend nehme ich die Haare und bringe sie hier nach außen hin, so dass die schön eine Welle drin haben. Das zeige ich euch jetzt nochmal. Dann nehme ich mir sehr gerne die Haare hier nochmal so nach oben, gehe mit dem Föhn hier hin, damit da so ein Knick entsteht und die Haare so nach oben gucken. Und mit der Bürste dann nochmal rein, so dass die so schön hier fallen. Dann nehme ich mir beide Hälften nach hinten und gehe hier hinten in der Mitte nochmal schön entlang, so dass die zwei Hälften nochmal zueinander finden und schön verblendet werden. Dann kämme ich die Haare gerne noch einmal durch, gebe mir hier am Ansatz unter diese Strähne Trockenshampoo hin, damit das schön voluminös aussieht. So, und dann einmal schön durchkämmen. Dann mache ich dasselbe gerne hier hinten noch einmal. Ich nehme die Haare ganz einfach hier mit der Bürste hoch, die erste Strähne hier hinten, so, dann einmal durchkämmen. Ganz zum Schluss nehme ich mir noch ein Pomadenöl und gebe mir das hier in die Spitzen, damit die Frisur schön smooth aussieht. Ich mache auch kein Haarspray in die Haare im Alltag, weil sie bleiben dann auch wirklich in dieser Frisur und sie können ruhig ein bisschen wellig werden. Das ist gar kein Problem. Ich habe hier ja auch so eine Welle reingemacht. Das war es dann auch schon. So einfach föhne ich mir die Haare glatt. Das ist so meine Alltags-Glattfrisur. Und mit ganz wenig Zeitaufwand und sehr wenig Arbeit kriegt man das auch wirklich hin. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Ich werde versuchen, euch alle Produkte, die ich benutzt habe, unten zu verlinken. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!